der Sport auf TV Rostock. Präsentiert von der Ostseesparkasse Rostock. Noch rollen die Kufen in Teutenwinkel in der Bertha von Suttner Halle. Doch nicht mehr lange, denn es gibt Neuigkeiten. Doch dazu später mehr. Am Wochenende fand ein Inline-Hockey-Turnier mit nationaler Beteiligung statt. Der gastgebende Verein, die Rostocker Nasenbären, hatten geladen und rund 60 Rollen-Hockeyspieler folgten der Einladung. Heute findet zum ersten Mal überhaupt in Deutschland der U13, also Altersklasse Schüler, Länderpokal, also sprich der Bundesländer, statt. Das heißt, 10, 11, 12 Jahre sind die Kinder hier hinter mir, Jungs und Mädchen, die um den Länderpokal kämpfen. Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit zwei Teams nehmen Corona-bedingt leider nur teil. Aber wir wollten es unbedingt durchziehen und der Verband auch. Und ja, jetzt freuen wir uns auf zwei schöne Tage mit sehr spannenden Spielen, aber auch, man muss sagen, mit den stärksten Spielern, die es hier in Deutschland in der Altersklasse momentan gibt. Inline-Hockey erfreut sich seit vielen Jahren größter Beliebtheit bei Jung und Alt. Zu Gründungszeiten vor nahezu zwei Jahrzehnten hatte es den Ruf, Sommereishockey und Auffangbecken für alternde Eishockeyspieler zu sein. Doch davon ist der Verein weit entfernt. Einen gesunden Altersmix kann der Verein vorweisen. Rund 220 aktive Sportlerinnen spielen in verschiedenen Altersklassen. Also knapp über 200 Mitglieder sind wir jetzt, von der Laufschule an über die Bambini-Mannschaft, Schüler-, Jugendmannschaft, Juniorenmannschaft hin zur ersten Herrenmannschaft und zur Hobbymannschaft sind wir in jeder Altersklasse vertreten und nebenbei haben wir natürlich noch die Eishockeyabteilung, die Kodiaks. Für diese große Anzahl an Sportlerinnen war es für den Verein schwierig, Hallenzeiten zu bekommen, zumal nicht jede Rostocker Sporthalle für Inline-Hockey ausgelegt ist. Der Verein wurde aktiv und nach Jahren der Planung, Vorbereitung und Bauzeit ist die eigene Halle nun so weit fertiggestellt, dass in der vergangenen Woche Richtfest gefeiert wurde. Ja, Richtfest war bombastisch. Also 250 Leute hier gewesen. Unser Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen war da. Wir hatten von der SPD-Fraktion Herrn Mucha, Herr Albrecht da und Herr Balen. Und alle waren sehr begeistert und wir hatten ein sehr schönes Fest. Und der Richtspruch war, glaube ich, auch sehr schön. Drei kurze gab es. Und ist natürlich nach so langer Zeit der Planung und Umsetzung auch natürlich auch schön, einen weiteren Meilenstein hier gegangen zu sein. Und das war super. Und alle waren sehr begeistert von dem Bauprojekt und dem Fortschritt und wie die Halle jetzt so aussieht. Jeder kann sich jetzt mal ein Bild machen davon. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für alle, die es sonst immer nur überhören, mitbekommen. Und so konnten sie endlich mal mit eigenen Augen sehen, wie sieht es denn hier aus in Zukunft. Ganze 12 Jahre von der Idee zur aufgestellten Halle sind vergangen. Da sind die wenigen Monate bis zur Eröffnung und dem ersten Spiel im neuen Domizil sogenannte Peanuts. Wir kämpfen natürlich auch gerade mit den Umständen, Material, Lieferengpässe und so weiter und auch Preissteigerungen. Kämpfen uns aber eigentlich ganz gut durch bis jetzt und hoffen, dass wir spätestens September hier irgendwie mit dem ersten Bauabschnitt fertig sind und um dann auch schon wirklich in die Praxis überzugehen, weil ganz so viel ist jetzt dann im ersten Bauabschnitt nicht mehr zu machen. Jetzt kommt noch die zweite Etage hier, wird noch hinter mir konstruiert und dann fangen wir auch schon an mit dem Kabinenausbau und ich sag mal, dann sind so Kleinigkeiten wie Elektroanschluss, Licht installieren, Hausanschlussraum fertigstellen und irgendwann muss natürlich unsere Bande aufgestellt werden und der Fußboden vorher ein bisschen noch vorbereitet werden und dann ganz eigentlich auch schon losgehen. Ja. Viel wurde diskutiert, ob dieses Modell einer eigenen Halle stellvertretend für andere Vereine sein kann. Christian Ziupka hat da seine eigene Meinung. Also ich sag mal, in unserer Konstellation, uns blieb ja gar nichts anderes übrig, wenn wir uns weiterzuentwickeln wollten, diesen Schritt zu gehen. Und den wollen wir nach wie vor, auch nach 12 Jahren Planung und viel Kraft und Ausdauer und Ehrgeiz, den man da beweisen musste. Aber jetzt werden wir halt dafür belohnt und jeder Verein, der in, ich sag mal, einer ähnlichen Situation ist und ein Ziel hat, der sollte sich bemühen um eine eigene Sportstätte oder Sportplatz, wie auch immer.
weil das ist ja natürlich die Basis für alles, ne, für die Weiterentwicklung. Wir haben jetzt hier eine Basis für uns geschaffen, um unseren Sport erstmal so richtig voranbringen zu können, ne? Die Nasenbären haben das geschafft, wovon viele Vereine träumen, ihr eigenes Domizil geschaffen. Über kurz oder lang wird sich diese Investition auszahlen. Für sein Engagement für den Verein und für die Verdienste um den Sport in Rostock wurde Christian Ziobka im Rahmen des Richtfestes die goldene Ehrennadel des Stadtsportbundes überreicht. Herzlichen Glückwunsch hierzu auch von uns. Der Sport wurde präsentiert von der Ostseesparkasse Rostock.